Meine Güte, ist ja hier eine. Ich habe Fiction noch mal Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich, dass der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg heute bei uns in Berlin zu Besuch ist. Es geht einerseits um die sowieso stattfindenden regelmäßigen Treffen, aber jetzt ganz besonders auch um die Vorbereitung des Sondertreffens, kann man sagen, der Staats- und Regierungschefs in Brüssel am 25. Mai. Dann zum ersten Mal mit dem neu gewählten amerikanischen Präsidenten Donald Trump. Wir stimmen überein, dass die NATO ein unverzichtbarer Garant transatlantischer Sicherheit ist. Und wir werden uns ja nicht einfach nur in Brüssel treffen, sondern bei der Gelegenheit auch das neue Gebäude zum ersten Mal besichtigen. Und ich freue mich natürlich, dass dort auch ein Stück der Berliner Mauer sein wird, was für uns auch eine sehr emotionale Verbundenheit zeigt. Wir haben ein schrittweise verändertes Sicherheitsumfeld. Wir sehen das als Europäer in ganz besonderer Weise. In unserer Nachbarschaft finden die terroristischen Bedrohungen ihren täglichen Ausdruck. Und deshalb werden wir sicherlich uns noch einmal bekennen zu den Anpassungen, die wir seit 2014 vorgenommen haben, sowohl in Wales als auch auf dem NATO-Gipfel in Warschau. Und Deutschland steht zu den dort eingegangenen Verpflichtungen. Und ich freue mich sehr, dass der NATO-Generalsekretär bei der Frage der Beiträge der einzelnen Mitgliedstaaten auf der einen Seite die finanziellen Beiträge für den Verteidigungshaushalt sieht. Hier hat Deutschland deutliche Steigerungen vorgenommen in der Zeit der Großen Koalition. Aber dass er auch gleichzeitig fragt, was tragen wir denn bei in den einzelnen Missionen der NATO und welche Beiträge liefert, welches Mitgliedsland und welche Fähigkeiten bringen wir ein. Deutschland ist an verschiedenen Stellen sehr aktiv dabei. Wir sind einmal im Kampf gegen den internationalen Terrorismus engagiert. Wir haben eine langjährige Verpflichtung in Afghanistan eingegangen und sind auch dort einer der großen Partner. Und wir sind natürlich auch bei der Absicherung der sogenannten östlichen Flanke, also als Führungsnation in Litauen, mit dabei. Und ich glaube, insofern sind dies einige Beispiele. Kosovo, das Mandat ist gerade wieder verlängert worden, die wirklich von großer Bedeutung sind. Und wir zeigen so, dass wir also nicht nur Worte haben, sondern auch Taten folgen lassen, genauso auch andere Einsätze. Letzter Punkt, den ich hervorheben möchte, wir werden mit einem Mitgliedsland mehr uns in Brüssel treffen. Das ist der Beitritt Montenegros, den wir natürlich begrüßen. Und dann werden wir sozusagen 29 Mitgliedstaaten sein. Und insofern freue ich mich auf das Treffen in Brüssel und bedanke mich für den Besuch des NATO-Generalsekretärs. Thank you so much, Chancellor Merkel. Und vielleicht darf ich damit beginnen, dass ich der Bundesrepublik für ihre hervorragenden Beiträge zu internationalem Frieden und Sicherheit danke. Sie tragen zu NATO-Missionen auf unterschiedlichste Weise bei, von Afghanistan zum Kosovo, zu der Ägäis. Und in den letzten Monaten hat Deutschland zum Beispiel die Führung übernommen bei einer unserer Battlegroups in den baltischen Staaten, entlang der Ostsee, in Litauen, um genau zu sein. Und dies ist ein weiteres Beispiel dafür, wie wie sehr die NATO die Beiträge Deutschlands zum Bündnis begrüßt. Und sie tragen auch bei zu den schnellen Reaktionskräften der NATO. Ich darf hier Deutschland sehr herzlich dafür danken, dass sie mit Russland auch zusammenarbeiten. Verteidigung, Dialog, dieses
sind beide unverzichtbare Ingredienzen, wenn wir eine wirklich konstruktive Beziehung auflegen wollen. Wir haben auch ein Gespräch gehabt über die Vorbereitung des Treffens in Brüssel am 25. Mai, wo sich ja Staats- und Regierungschefs der Allianz in Brüssel treffen werden. Wir haben da eine ganze Reihe von Themen adressiert. Zunächst einmal das transatlantische Bündnis und die Lastenteilung und zweitens die Bekämpfung des internationalen Terrorismus und der Anteil der NATO daran. Was die Lastenteilung angeht, so ist es so, dass wir 2014 bei unserem Gipfeltreffen in Wales uns ja alle darauf geeinigt haben, dass wir nunmehr die Kürzungen in den Verteidigungshaushalten beenden und dass wir dann dazu kommen, dass wir die Verteidigungshaushalte erhöhen bis zu einem Ziel von 2% innerhalb eines Jahrzehnts. Wir tun das, um die Sicherheit unserer Bürger zu gewährleisten, aber auch die Sicherheit Europas in dieser immer unsicher werdenderen Welt. Deutschland hat den Verteidigungshaushalt erhöht. Das habe ich sehr begrüßt. Die Lastenteilung ist nicht nur etwas, bei dem es um Geld geht, sondern Lastenteilung, da geht es auch um Teilung von Fähigkeiten, Beiträge zu NATO-geführten Operationen, zu Missionen. Und hier hat Deutschland ganz wichtige, unverzichtbare Beiträge in all diesen verschiedenen Bereichen geleistet. Das Thema, das wir dann im Mai diskutieren werden, ist zweitens die Frage, welche Rolle kann die NATO in der Bekämpfung des Terrorismus spielen? Da ist die NATO ja ein aktiver Partner gewesen in dem internationalen Kampf gegen den Terrorismus und dies schon seit vielen Jahren. Unsere Mission in Afghanistan ist im Grunde eine direkte Folge der terroristischen Angriffe vom 11. September 2001 gegen die Vereinigten Staaten gewesen. Und wir bilden auch weiterhin die afghanischen Sicherheitskräfte aus. Hier führt ja Deutschland die Operation im Norden Afghanistans. Im Moment ist es so, dass wir unsere Ausbildungsmission in Afghanistan überprüfen, dass wir dann eine Entscheidung treffen, wie das in Zukunft aussehen soll, welche Dimension sie haben soll, auch wie die Truppenzahlen sein sollen. Und dies werden wir in den nächsten Wochen tun. Die afghanischen Streitkräfte kämpfen auch weiterhin, um die Sicherheit ihres eigenen Landes aufrechtzuerhalten. Und wir werden auch weiterhin die afghanischen Truppen dabei durch Ausbildung und durch entsprechenden Rat und Unterstützung unterstützen. Die Frage ist, wie kann die NATO die internationale Koalition gegen ISIL unterstützen? Wir tun das zurzeit durch AWACS Luftraumaufklärung und natürlich auch dabei, dass wir mit den Irakern zum Beispiel versuchen, ihre Kräfte aufzubauen, ihre Institutionen aufzubauen. Wir versuchen außerdem auch in Jordanien und in Tunesien eine solche Aufbau der eigenen Streitkräfte, der eigenen Fähigkeiten mit unserer Unterstützung zu erreichen. Das ist der Schlüssel bei der Bekämpfung des internationalen Terrorismus. Wenn wir also dann am 25. Mai uns in Brüssel treffen, werden wir über all diese Themen sprechen. Und ich freue mich sehr, dass ich Sie dann in Brüssel begrüßen darf. Herzlichen Dank. Christina Dunst, Deutsche Presseagentur, eine Frage an Sie beide. Unterstützen Sie den Wunsch der Amerikaner, dass die NATO offizielles Mitglied der Anti-IS-Koalition wird? Und Frau Bundeskanzlerin, eine Frage zum Bundeswehrskandal bei uns. Es gibt Forderungen aus der Union und der Bundeswehr, die Wehrpflicht wieder einzuführen. Wie stehen Sie dazu? Um mit dem zweiten zu beginnen, ich glaube, wir haben jetzt eine grundsätzliche Entscheidung getroffen und in der Kontinuität dieser Entscheidung sollten wir jetzt auch die notwendigen Reformen vornehmen, die die Bundesverteidigungsministerin ja gestern auch vorgeschlagen hat. Das, was die Bundeswehr braucht, ist Berechenbarkeit in ihrer Entwicklung, damit der von der überwiegenden Mehrheit sehr, sehr gut geleistete Dienst auch berechenbar und gut fortgesetzt werden kann. Und die notwendigen Reformen, die die Verteidigungsministerin angesprochen hat, die halte ich jetzt für die richtigen. Und die zweite Frage, wir sind in solchen Gesprächen, inwieweit die NATO sich auch offiziell in die Koalition mit einreihen kann. Diese Gespräche laufen und ich habe den Generalsekretär ermutigt, diese Gespräche weiterzuführen und dann bis zum 25. Mai vielleicht auch zu einem Ende zu führen.
Wie die Bundeskanzlerin gerade ausführte, sind wir zurzeit im Gespräch innerhalb der NATO und wir hoffen, dass wir bis zum 25. Mai Entscheidungen dahingehend gefällt haben werden, denn dann treffen wir uns ja als Staats- und Regierungschefs in Brüssel. Ich würde gerne einige Aspekte in diesem Zusammenhang herausstreichen. Zunächst einmal, dass, wenn die NATO sich der Koalition anschließen sollte, sich die Rolle der NATO infolgedessen nicht ändern würde. Die NATO wird weiterhin Unterstützung gewähren. Wir werden uns im Wesentlichen auf Ausbildung konzentrieren. Wir werden uns nicht an Kampfhandlungen beteiligen. Niemand hat also darum gebeten, dass die NATO nun eine Kampfrolle oder ein Engagement im Kampfbereich weder im Irak noch in Syrien übernimmt. Was die NATO allerdings begonnen hat zu leisten, ist Unterstützung mit Hilfe der AWACS-Luftraumüberwachung zum Beispiel und auch Unterstützung im Ausbildungsbereich der Kräfte im Irak. Ich glaube, dass die NATO hier noch Potenzial anzubieten hat, wenn es darum geht, die Kapazitäten vor Ort herauszubilden. Wir haben das ja am Beispiel Afghanistan gesehen, aber auch im Irak, dass langfristig gesehen die einzige lebensfähige und nachhaltige Lösung darin besteht, dass man die Regierung vor Ort, die Kräfte vor Ort in die Lage versetzt, für die Stabilisierung ihres Landes selbst zu sorgen und den Terrorismus zu bekämpfen. Das Beispiel Afghanistan hat uns immerhin gelehrt, dass wir so früh wie möglich damit beginnen müssen. In Afghanistan ist es uns gelungen, den Kampfeinsatz zu beenden. Die Afghanen sind nun verantwortlich für diese Kampfeinsätze. Sie stehen an der Front und wir unterstützen sie, indem wir sie ausbilden, unterstützen und mit Rat zur Seite stehen. Das sollte das langfristige Ziel sein, dass sich die NATO setzt, sich sehr viel stärker engagieren im Bereich des Aufbaus von Kapazitäten und Ausbildung und weniger die Beteiligung an großen militärischen Operationen außerhalb unserer Grenzen. Ergänzen, dass ich der Interpretation des Generalsekretärs sehr zustimme und auch die Botschaft ganz klar sage, auch wenn wir uns in dem Diskussionsprozess dann zum Schluss zu einer Entscheidung kommen, wird es nicht bedeuten, dass irgendeine militärische Aktivität, die Deutschland heute hat, zum Beispiel Airbags-Überwachung, erweitert wird oder nichts dergleichen. Das haben wir auch sehr deutlich gemacht. Ja, Frau Bundeskanzlerin, der Generalsekretär hat ja angesprochen, dass über eine Erhöhung der Truppenzahl in Afghanistan zurzeit nachgedacht wird. Wäre Deutschland bereit, die Zahl seiner Soldaten in Afghanistan über die jetzige Truppenobergrenze von 980, glaube ich, zu erhöhen? And for the Secretary General, the question if an additional German contribution in Afghanistan weiterer deutscher Beitrag geleistet werden würde, ist das etwas, was Sie begrüßen würden? Wir haben uns als Bundesrepublik Deutschland ja sehr dafür eingesetzt, dass der Afghanistan-Einsatz fortgesetzt wird. Wir haben gesagt, dass wir bereit sind, dort eine Führungsrolle im Norden einzunehmen. Wir koordinieren auch die Zusammenarbeit von etwa 20 Mitgliedstaaten, die dort aktiv sind. Ich warte jetzt mal auf die Entscheidungen und glaube nicht, dass wir sozusagen an erster Stelle stehen, um unsere Kapazitäten dort zu erhöhen. Vielmehr müssen wir dafür Sorge tragen, dass die Durchhaltefähigkeit oder die Stabilität im Norden weiter gegeben ist und da auch eine berechenbare Operation daraus wird. Insofern sehe ich uns da nicht in der ersten Reihe und habe jetzt keine konkreten Pläne. First of all, zunächst möchte ich unterstreichen, dass bisher ja noch keine Entscheidung gefallen ist. Es stimmt, dass unsere militärischen Stellen darum gebeten haben, dass die Zahlen etwas erhöht werden, was den Einsatz der NATO in Afghanistan anbetrifft. Aber dazu ist noch keine Entscheidung gefallen. Wir prüfen nun die Bitte des Militärs und werden innerhalb der nächsten Wochen eine Entscheidung dahingehend fällen. Wichtig ist hier herauszustreichen, dass es ja nicht darum geht, dass man wieder zu einem Kampfeinsatz zurückkehren würde. Wir werden weiterhin ausbilden, wir werden an der Seite der afghanischen Sicherheitskräfte stehen mit Rat und Unterstützung, aber nicht mit einem Kampfeinsatz. Die Bundeskanzlerin hat ganz richtig gesagt, dass Deutschland eine wichtige Rolle in Afghanistan gespielt hat und weiterhin spielt, eine Führungsrolle übernommen hat im Norden, sehr viele Soldaten bereitstellt für unsere Operationen und Missionen in Afghanistan. Sollte es zu einer Erhöhung der Zahlen kommen, dazu gibt es ja noch keine Entscheidung, dann werden wir natürlich die Anfrage an alle Bündnismitglieder, Partner richten. Wir sprechen hier nicht nur von den 28
Mitgliedstaaten der NATO, sondern auch von den Partnerländern der NATO. Und wenn es also eine Bitte geben sollte, dass mehr Truppen zur Verfügung gestellt werden sollten, dann richtet sich das ja nicht nur und vor allem gar nicht in erster Linie an Deutschland. Ich denke jetzt an Ihre erste Frage. Ich darf Sie daran erinnern, dass alle NATO-Bündnismitglieder Mitglied der Koalition sind. Also die NATO ist ja bereits Teil der Koalition. Die Frage ist nun aber, ob die NATO als Bündnis am Tisch sitzen sollte oder ob wir das weiter einzeln tun als Mitglieder, die die Koalition unterstützen. Das ist also ein eher pragmatischer Ansatz. Das verändert aber letztendlich nicht die grundsätzliche Rolle, die die NATO nun spielt. In der Hinsicht, wir werden uns nicht an Kampfhandlungen in Syrien und auch nicht im Irak beteiligen. Andreas Rinke, Reuters, eine Frage sowohl an die Kanzlerin als auch den Generalsekretär. Ich hätte ganz gerne noch mal nach den NATO-Verpflichtungen gefragt. Was halten Sie von dem Vorschlag, dass man statt das 3%-Ziel ein 2%-Ziels das ein 3%-Ziel setzt, in dem dann auch die Kosten für Entwicklung, Wirtschaftsleistungen und Diplomatiekosten eingerechnet werden, weil die zur Stabilisierung von Konflikten möglicherweise genauso wichtig sind? Und Herr Generalsekretär, vertrauen Sie eigentlich darauf, dass Deutschland schon das 2%-Ziel einhält, weil ein Teil der Bundesregierung das umsetzen möchte und der andere nicht? Also die gesamte Bundesregierung hat den Beschluss von Cardiff gefasst und an diesem Beschluss wollen wir jetzt auch festhalten und darauf hinarbeiten. Und die vergangenen Jahre haben ja auch gezeigt, dass wir Steigerungen vorgenommen haben und insofern sehe ich jetzt insbesondere auch für den 25. Mai keinerlei weitere Notwendigkeiten von Festlegung. Ich erwarte alle Verbündete. Ich erwarte von allen Verbündeten, dass sie die Verpflichtungen, die sie 2014 eingegangen sind, auch einhalten. Aber wir müssen uns natürlich auch daran erinnern, was wir da nun eigentlich versprochen haben. Wir haben ja nicht versprochen, dass wir morgen 2% erreichen, sondern dass wir aufhören mit den Kürzungen der Verteidigungshaushalte, dann allmählich über die Zeit die Zahl erhöhen und dann bis zum Schluss auf 2% kommen. Und das haben ja die Verbündeten, eine ganze Reihe von Verbündeten, darunter auch Deutschland, genau getan. Die Kürzung der Verteidigungshaushalte ist gestoppt worden und wir haben einen graduellen Anstieg erlebt bis zu diesem Ziel von 2% des Bruttoinlandsprodukts. Und das begrüße ich, das ist ja hier in Deutschland passiert, denn im ersten Jahr 2015, nachdem wir uns dazu verpflichtet haben, haben wir überall in Europa kleinere Steigerungen erlebt, auch in Deutschland, und dann 2016 haben wir erhebliche Steigerungen gesehen in den Verteidigungshaushalten, nicht nur aufgrund der Steigerung hier in Deutschland, aber auch deswegen. Und deswegen sehe ich Europa und darunter eben auch Deutschland als ihren Verpflichtungen nachkommend, die sie 2014 eingegangen sind. Am 25. werden wir ja nicht irgendwelche Veränderungen, was diese Verpflichtungen angeht, beschließen, sondern wir werden sagen, wie können wir das tatsächlich in die Tat umsetzen. Und ich bin sehr ermutigt, wenn ich das sehe, was in Europa bisher schon von den Verbündeten getan worden ist, aber auch in Kanada. Was die 3% angeht. Ich bin sehr dafür, dass man Entwicklungshilfe betreibt. Und die Bundeskanzlerin und ich, wir haben ja sehr häufig, als wir anfangs zusammengearbeitet haben, sehr viel im Bereich der zum Beispiel Kindersterblichkeit, Impfungen und Ähnlichem getan, gerade im Bereich der Entwicklungshilfe. Also bin ich immer für Entwicklungshilfe. Aber es gibt ja keinen Widerspruch zwischen Entwicklung und Sicherheit. Man braucht Sicherheit, um Entwicklung zu gewährleisten. Also ist das nicht ein Entweder-Oder hier. Also entweder wir sorgen für die Sicherheit oder wir kaufen Impfstoffe für die Kinder. Beides brauchen wir. Das heißt also, beides wird gebraucht, Entwicklungshilfe wie auch Verteidigungshaushalt. Und da gibt es eben dieses Ziel der NATO, 2% für Verteidigung und 0,7% bedeutet an Gesamthaushalt an offizielle Entwicklungshilfe. Und das sind Ziele, die erreicht werden sollen. Und ich danke Deutschland dafür beides. Dankeschön.